So, ja, ganz herzlichen Dank Puh, für die liebe Begrüßung. Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir es mit dem Mikro hinkriegen, denn ich bin ja, wie Sie wissen, was kleiner. Ne? Ah, wunderbar. Danke dir, Pierre. Gut, okay. Also erstmal ganz herzlichen Dank für deine Einladung, Alexander. Ich freue mich ganz besonders, heute bei Ihnen sein zu dürfen. Sie sind quasi mein letzter Termin auf einer dreimonatigen Wahlkampftournee, die mir insgesamt sehr viel Spaß gemacht hat, die aber auch sehr viel Kraft letztlich gekostet hat. Aber ich habe ganz tolle Menschen kennengelernt, ich habe viele Erfahrungen gesammelt. Ich habe vor allen Dingen viele Schüler kennenlernen dürfen und die Einstellung, die da manchmal zutage tritt, ist manchmal doch sehr erschreckend. Und der eine oder andere, habe ich davon auch schon berichtet, dass wir hier noch viel Arbeit vor uns haben, gerade in Schulen, wieder die Menschen und die Kinder für unsere Werte, für unsere Ziele begeistern zu können, denn sie sind teilweise wirklich europabesoffen. Was mache ich heute mit Ihnen? Ich erzähle Ihnen ein bisschen was zu unserem Sozialsystem, was ich für sehr schützenswert halte. Wir haben das beste Sozialsystem auf der ganzen Welt. Wir werden in allen Ländern dafür bewundert. Und es ist einzigartig, was wir hier geschaffen haben. Aber dieses Sozialsystem wird immer weiter aufgeweicht und es droht uns letztlich eine Verallgemeinschaftung in diesem Superstaat EU, der künstlich geschaffen werden soll, ein zentralistischer Überstaat, so nenne ich es immer, der auch noch sozialistisch sein soll. Ich komme aber auf die Details und erzähle Ihnen genau, warum das so ist. Wir erleben seit 2014 auch eine Einwanderung von Seiten der Ostblockstaaten. Rumänien, Bulgarien genießen auch seit diesem Zeitraum Freizügigkeit in unserem Land. Und Freizügigkeit ist ja grundsätzlich erstmal was Positives. Wir können überall hinfahren, wir können uns überall einen Wohnsitz nehmen in Europa, wir können auch überall anfangen zu arbeiten. Grundsätzlich ein toller Gedanke. Nur bei den Wirtschaftsleistungen, die bei unseren Staaten in der EU so unterschiedlich halt nun mal wie sie sind, gegeben sind, führt das oft dazu, dass Menschen, und das kann man ihnen gar nicht zum Vorwurf machen, dorthin gehen, wo es ihnen sozial und wirtschaftlich besser geht. Und das hat man entweder nicht bedacht oder das ist irgendwie gewollt, dass eben halt eine große Umverteilung innerhalb der EU stattfindet. So kommen, ich mache das an dem Beispiel von den Bulgaren gerne mal fest, es kommen seit 2014 pro Jahr 47.000 Bulgaren zu uns. Davon machen sich im Jahr 2014 12.300 Personen selbstständig. Und das führt letztlich dazu, dass diese Menschen nicht immer direkt von ihrer eigenen Hände Arbeit leben können. Nicht alle 57.000, die zu uns kommen, finden sofort eine Beschäftigung, mit der sie eben Vollzeit sich beschäftigen können und auch davon eben halt ihren Lebensunterhalt bestreiten. Das hat 2016 auch Frau Nahles erkannt. Und sie hat ein Gesetz erlassen. Und das war gut gedacht. Aber wie das so oft ist, gut gedacht, ist nicht immer gut gemacht. Sie hat ein Gesetz erlassen, wo drin stand, dass 5 Jahre lang jemand, erst nachdem er 5 Jahre hier gelebt hat und auch hier gearbeitet hat, erst dann ergänzende Leistung bzw. Hartz IV erhalten soll. Hat aber eben halt da rein nicht geschrieben, dass wenn jemand den Arbeitnehmerstatus hat und eine geringfügige Beschäftigung hat, eben keine aufstockenden Leistungen beziehen soll. Das heißt, derjenige aus Bulgarien, der zu uns kommt, ein Gewerbe anmeldet ohnehin oder auch nur eine geringfügige Beschäftigung aufnimmt, hat dann Anspruch auf aufstockende Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch 2 und nach dem Sozialgesetzbuch 12. Und die Rechtsprechung hat sich auch damit beschäftigen müssen, ab wann sie denn bereits den Arbeitnehmerstatus erhalten. Ja, und da haben die Sozialgerichte entschieden. 187 Euro reichen an monatlichem Einkommen, um als Arbeitnehmer in Deutschland zu gelten. Und dann haben sie den vollen Zugang zu unserem Sozialsystem. Das heißt, sie bekommen dann Wohngeld, ergänzend Hartz IV, natürlich aber auch das Kindergeld. Das führt letztlich zu einer Ausbeutung unserer Sozialsysteme seit dem Jahr 2014. Wie kann man das jetzt verhindern? Die AfD hat dazu folgenden Vorschlag. Wir wollen, dass ergänzende Leistungen erst dann gezahlt werden, wenn 10 Jahre lang hier von den eigenen Händen Arbeit gelebt werden konnte. Erst dann möchten wir als AfD jemanden in unsere Sozialsysteme auch ihn davon letztlich nutzen, ziehen lassen, nachdem er nämlich vorher 10 Jahre da auch eingezahlt hat. Das ist der Plan.
Ein weiteres Problem haben wir mit dem Kindergeld. Jedes Jahr werden, es wird stetig mehr, 400 Millionen Euro jährlich auf ausländische Konten überwiesen. Das heißt, auch Kinder, die nicht in Deutschland leben, nicht hier zur Schule gehen, nicht hier erzogen werden, also eben im europäischen Ausland sich befinden, haben einen Anspruch auf Kindergeld, sobald sie der Erziehungsberechtigte sich hier bei uns auffällt und eben halt Leistungsanspruch letztlich hat. Ja, hier arbeitet oder halt ansonsten ergänzende Leistung beziehen kann. Dann gibt es einen Anspruch auf Kindergeld. Sie wissen, der Kindergeldanspruch liegt bei uns zurzeit bei 194 Euro monatlich. Nehmen wir noch mal das Beispiel in Bulgarien. Bulgarien zahlt umgerechnet 30 Euro oder 25 Euro Kindergeld. Das Durchschnittseinkommen eines Bulgaren liegt etwa bei 300 Euro. An diesen Zahlen sehen Sie bereits, dass es natürlich eine unheimliche Sogwirkung hat für Bulgaren, Rumänen, zu uns zu kommen, hier eine fiktive Arbeit möglicherweise aufzunehmen und Kinder, die sie halt noch im Ausland wohnen haben, eben dadurch mitzufinanzieren, die ganze Familie mitzufinanzieren, wenn sie nämlich anstatt 30 Euro Kindergeld sogar 194 Euro Kindergeld bekommen, plus die ganzen ergänzenden Leistungen. Auch hier setzt sich die AfD dafür ein, dass wir endlich zu einer Indexierung des Kindergeldes kommen. Das heißt, wir möchten nur das Kindergeld ins Ausland überweisen, wie es dort ortsüblich ist und angemessen ist, sich dort eben halt in die Bereiche anpasst, wie es halt dort vonnöten ist. Das heißt, die brauchen nicht 194 Euro Kindergeld pro Kind, wenn von dort nur 30 Euro gezahlt werden. Das heißt, wir wollen also auch nur 30 Euro ins Ausland überweisen. Das ist das Ziel, was wir verfolgen. Und warum ist das so wichtig? Das ist deswegen so wichtig, weil da gebe ich Ihnen auch mal ein paar Zahlen an die Hand. Im März 2018 waren 81.191 bulgarische Kinder kindergeldberechtigt. Von diesen 81.000 lebten aber nur 6.326 Kinder in Deutschland. Ja? Allein aus diesem Beispiel aus dem März 2018 lässt sich errechnen, wie viel von unseren Steuergeldern letztlich ins Ausland überwiesen wird. Und das darf so nicht bleiben. Was darüber hinaus geändert werden muss, ist die Praxis, wie überprüft wird, ob ein Kind überhaupt existent ist. Wir haben im Deutschen Bundestag aus dem Büro Stefan Keuter eine kleine Anfrage gestellt, genau zu diesem Thema, wie hoch die Missbrauchsfälle in den letzten Jahren waren, was die Zahlung von Kindergeld anbelangt. Ja, und Sie werden es schon ahnen. Ja? Es gibt keine Zahlen, es gibt keine Statistik. Deswegen konnten wir da keine Auskunft drüber erlangen. Darüber hinaus wollten wir wissen, wie sind denn die Prüfmethoden? Was wird denn verlangt, was Sie vorlegen müssen, wenn Sie Kindergeld beantragen wollen? Bedarf es einer Geburtsurkunde? Bedarf es einer Schulbescheinigung? Was genau muss derjenige vorbringen, um Kindergeld für sein Kind, welches im Ausland lebt, beantragen und erhalten zu können? Auch da war die Antwort mehr als erschreckend. Es gibt keine gesetzliche Regelung dazu und es liegt letztlich im Ermessen des Beamten oder des Angestellten, der die Anträge entgegennimmt. Aber wenn er dann fordert, dass etwas vorzulegen ist, dann muss dies auch geschehen. Aber es liegt im jeweiligen Ermessen des Sachbearbeiters. Das ist erschreckend, meine Damen und Herren. Und das Ganze wird auf europäischer Ebene letztlich noch immer abstruser. Die Briten sind ausgetreten, weil sie sich eben dieser ganzen Bevormundung der Europäischen Union nicht weiter unterwerfen wollten. Anstatt das von Seiten Macrons als Warnung zu nehmen, verdreht er das Ganze ins Gegenteil und macht weiter wie bisher und fordert nun neben einer gemeinsamen Arbeitslosenversicherung, neben einer gemeinsamen Krankenversicherung, fordert er sogar einen gemeinsamen Mindestlohn. Und das ist eine Forderung, die in keinster Weise mit einem gesunden Menschenverstand nachvollzogen werden kann. Ich gebe Ihnen auch hier gerne ein paar Zahlen. 22 von 28 Ländern in der Europäischen Union haben den gesetzlichen Mindestlohn. Allerdings ist die Differenz dazwischen, die Spanne, ist sehr, sehr groß.
den höchsten Mindestlohn. Nein, den zahlt nicht Deutschland, das sind nicht wir. Nein, nein. Wir zahlen 9,19 Euro an Mindestlohn. Den höchsten Mindestlohn zahlt Luxemburg. Und zwar in Höhe von 11,97 Euro. Wer zahlt den geringsten Mindestlohn? Sie ahnen es bereits. Sind die Bulgaren. 1,72 Euro umgerechnet. Und auch die anderen Länder, wie Portugal beispielsweise, 3,61 Euro, die befinden sich in größter Zahl alle in dem Bereich von 5 bis 1 Euro. Nur so die größeren Nationen, Holland, also Niederlande, Luxemburg, Frankreich, Deutschland, die zahlen doch einen exorbitant höheren Mindestlohn. Wie das vereinheitlicht werden soll, erschließt sich mir nicht. Und ich bin auf vielen Podiumsdiskussionen, ich spreche das an. Da kommt immer von der SPD, da immer, ja, das wollen wir ja nicht vergemeinschaften. Wir wollen ja zuallererst darauf hinwirken, dass 60% des durchschnittlichen Einkommens in den jeweiligen Ländern als Mindestlohn gezahlt wird. Ja, das ist ein schöner Gedanke. Das kann man machen. Bevormundet man aber auch wieder alle Nationen mit. Aber das wird die Spanne, und das haben sie ja letztlich vor, dass der Mindestlohn nämlich eben halt vereinheitlicht werden soll, um nämlich gleiches Geld für gleiche Arbeit zu bekommen. Und damit werben die Parteien. Die sagen, wir brauchen in der Europäischen Union gleiches Geld für gleiche Arbeit. Das bekommen sie ja nur hin mit einer Zusammenschrumpfung oder Zusammendrücken dieser riesigen Spanne. Das heißt, diese 60%, die man immer ihnen erzählt, das ist Augenwischerei. Das gilt es zu verhindern. Wir werden ansonsten in Deutschland immer mehr zu einem Mindestlohnland, wo wir ohnehin schon hinsteuern. Und das darf so nicht sein. Die Leute können heute bereits nicht mehr von ihrem Einkommen vernünftig leben. Und eine Rente haben sie zu erwarten, die auch unterhalb des Existenzminimums ist. Dagegen werden wir vorgehen, meine Damen und Herren. Die wichtigsten Forderungen fasse ich ganz kurz zusammen. Also wir wollen eine Indexierung des Kindergeldes. Aus dem einen Grund, um unser Sozialsystem zu schützen, um aber auch den Schlepperbanden das Handwerk zu legen. Denn man kann den Bulgaren selber teilweise manchmal gar keinen Vorwurf machen. Auch da haben wir Informationen von der bulgarischen Presse erhalten, dass es mittlerweile nämlich die Schlepperbanden organisiert haben, und zwar aus der Türkei, die Bulgaren anwerben, zu uns nach Deutschland bringen, in Abbruchhäusern unterbringen und dann eben quasi versklaven, wollen wir es mal so nennen. Sie haben auch einen Arbeitgeber dann direkt an der Hand, der Sie zu einem Mindestlohn von 187 Euro etwa einstellt oder Ihnen halt ein Gewerbe verschafft, beziehungsweise die Anträge für ein Gewerbe eben fertig macht. Sie kennen das aus der Presse, Schrottsammler, Flaschensammler, ne? Was man sich so vorstellen kann. Und neben diesen Menschen dann letztlich die Sozialleistungen ab. Das heißt, wir haben auch hier eine Clanbildung, eine Bande, die sich darauf spezialisiert hat, Bulgaren, Rumänen auszunutzen. Und auch das muss verhindert werden. Wir wollen darüber hinaus keinen gemeinsamen Mindestlohn, keine gemeinsame Arbeitslosenversicherung und unsere Sozialsysteme so behalten, wie wir sie jetzt haben. Ich möchte gerne noch auf ein anderes Thema kommen, denn das liegt mir auch sehr am Herzen. Ich möchte daneben vor allen Dingen unsere Kultur bewahren. Und wie Sie es vielleicht auch Anfang des Monats mitbekommen haben, 6. 7. Mai rum, war in den Zeitschriften zu lesen, dass die Regierung sich auch überlegen könnte oder vorstellen könnte, dass die Herren mit mehreren Ehefrauen auch einen Anspruch bekommen sollen, die deutsche Staatsbürgerschaft zu erlangen. Das geht gar nicht. Und nicht, dass Sie sich jetzt hier, meine Herren, schon freuen. Ja? Für Sie soll das nicht gelten. Ja? Sie sind damit nicht gemeint. Denn das Strafgesetzbuch sieht in 172 StGB vor, dass das Eingehen einer Zweitehe in Deutschland strafbar ist. Und das will man auch so belassen. Auch da haben wir die Bundesregierung mal so viel nach gefragt, ob sie das vielleicht ändern möchte. Nein, nein, das möchten sie nicht ändern. Was die Bundesregierung hier nicht sieht, ist, dass diese Vielehe, selbst wenn, man kann ja dazu stehen, wie man erstmal will, aber die gilt nur für Männer aus dem muslimischen Kulturbereich. Ne? Ja, ist klar, ne? Gilt nur für die Männer. Also ich denke, so als Frau, da fühle ich mich doch auch sehr diskriminiert. Auch jetzt mal im Zuge der muslimischen Dame, die jetzt hier hinkommt, die kann nicht 3, 4 Männer mitbringen. Ne? Also ich habe da ein großes Problem mit Artikel 3 unseres Grundgesetzes der Gleichberechtigung.
unabhängig, wie man generell dazu steht. Aber das ist nichts, was auf dem Fuße unseres Grundgesetzes letztlich zu stützen ist. Auch da müssen wir vehement dagegen gehen. Und ganz klar eben halt auch unsere Kultur bewahren. Denn wir stehen in Artikel 6 unseres Grundgesetzes Ehe und Familie, stehen wir nämlich dazu, dass wir eine Monogamie in Deutschland haben. Das Regelbild sollte eigentlich immer noch sein, Vater, Mutter, Kind. Die Ein-Ehe vor allen Dingen. Und das müssen wir uns bewahren. Ansonsten geben wir unsere ganze Kultur, unsere ganze Geschichte letztlich auf. Und das darf nicht sein. Wir haben bereits heute Probleme mit der Einbürgerung. Ich möchte da auf ein Urteil verweisen vom 26.05. letzten Jahres. Da hat das Bundesverwaltungsgericht nämlich einen folgenden Fall entschieden und den schildere ich Ihnen eins einfach mal. Es geht hier um einen Syrer, der 2010 nach Deutschland eingereist ist, hier geheiratet hat, eine deutsche Frau geheiratet hat, ein Kind bekommen hat. Im Grunde könnte man meinen, sich auch gut integriert hat. Er hat eine Arbeit aufgenommen, hat die deutsche Sprache erlernt. Und dann wollte er sich einbürgern lassen. Das geht nach § 9 des Staatsangehörigkeitsgesetzes, wenn Sie eben halt eine deutsche Ehefrau haben, sich die deutschen Lebensverhältnisse einpflegen, anpassen, arbeiten, die deutsche Sprache sprechen, nicht kriminell geworden sind, nicht vorbestraft sind, etc. Die Behörde hat dem Ansinnen stattgegeben und hat dem Menschen, dem Syrer, auch die deutsche Staatsangehörigkeit verliehen. Es gehen ein paar Jahre ins Land und auf einmal kommt er wieder aus Syrien und bringt eine zweite Frau mit, seine Cousine, die er dort nämlich dummerweise geschwängert hat. Das ist schwierig in diesen Ländern, in diesen Kulturen. Und wegen der Entehrung, die er ja dort droht, musste er sie jetzt quasi mit hierher nehmen, plus auch zweites Kind. Die Behörde bekommt das mit. Im Jahr 2015, 16, bekommt die Behörde das mit und überlegt sich, was macht sie denn jetzt? Der hat ja auf seinem Antragsbrief gar nicht angegeben, dass er noch eine Zweitfrau hat. Ja, konnte er auch nicht. Da gab es ein paar Schriftwechsel hin und her, lustige Schriftwechsel müssen es wohl gewesen sein mit dem gegengerichtlichen Anwalt. Auf dem Formular stand halt nicht drauf, ne? Haben Sie eine Zweitehe, eine Drittehe? Ja, warum nicht? Klar, das ist bei uns nicht üblich, ja? Sogar verboten, strafbar. Sowas fragt man nicht. Ich frage ja nicht, ob er Mörder ist. Ja? Naja, das war noch nicht der Punkt, warum die Sache letztlich scheiterte. Die Behörde hat dem Syrer aufgrund dessen, dass er sich halt neben nicht deutschen Lebensverhältnissen angepasst hat, was nämlich ganz klar ist, weil er eben halt eine zweite Frau hat, das ist nicht deutschen Lebensverhältnissen, sich anzupassen, wenn man Zweit- und Drittfrauen hat, hat sie ihm die deutsche Staatsangehörigkeit wieder entzogen. Richtig gehandelt bis hierhin. Und jetzt klagt der Syrer. Er verliert in erster Instanz, er verliert in zweiter Instanz. Und mittlerweile schreiben wir das Jahr 2018. Die Sache liegt mittlerweile vor dem Bundesverwaltungsgericht und eigentlich hätte man jetzt auch hier von Seiten der Behörde frohe Hoffnung sein können, dass auch hier der Syrer unterliegt und die Behörde Recht bekommt und er eben kein deutscher Staatsangehöriger mehr ist. Ja, aber wie das Juristen so machen, ne? Die gucken mal 3 Paragraphen davor, 3 Paragraphen dahinter und auf einmal, schwupps, sieht der Richter Paragraphen 10 des Staatsangehörigkeitsgesetzes. Da steht dann nämlich halt drin, dass man Anspruch hat, wenn man 8 Jahre in Deutschland gelebt hat, nicht kriminell geworden ist, die deutsche Sprache spricht und so weiter, einen Anspruch hat auf Einbürgerung. Das Merkmal, welches in Paragraphen 9 stand, sich deutschen Lebensverhältnissen anpassen zu müssen, das fehlt. Steht da nicht mehr drin. Stattdessen steht da nur drin, er darf nicht gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung verstoßen. Das heißt, das Gericht hatte jetzt zu prüfen, weil er ja ohnehin jetzt 8 Jahre hier war und deswegen nicht mehr Paragraph 9 gilt, sondern Paragraphen 10, ob die Zweitehe, Drittehe gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung verstößt. Und kam dann zu dem Ergebnis, nein, das tut es nicht. Ja, weil es einen wehrhaften Staat nicht in seinen Fundamenten ins Wanken zu bringen droht. Der wehrhafte Staat ist dadurch nicht gefährdet. Die Argumentation ist nachvollziehbar. Aber was hat das Gericht gemacht? Es hat quasi mit reingeschrieben, dem Gesetzgeber einen Tipp gegeben. Und zwar hat es reingeschrieben, dass es ja jetzt im Aufgabe des Gesetzgebers sei, diese Rechtsunsicherheit und diese Gesetzeslücke, die zwischen 9 und § 9 und § 10 besteht, letztlich jetzt zu schließen. Denn man kann einfach das Merkmal, sich deutschen Lebensverhältnissen anzupassen, diese Voraussetzung auch in den Paragraphen 10
hineinschreiben. Es ist ein einfaches, eine Gesetzesänderung auf den Weg zu bringen, um dieses Merkmal zu übernehmen. Das ist bis heute nicht passiert von Seiten der Regierung. Und wenn Sie halt gesehen haben, ab dem 5. Mai diesen Jahres, ist dieses auch nicht mehr gewünscht, auch scheinbar nicht mehr gewollt. Wir von der AfD, wir werden einen Gesetzesänderungsantrag einbringen, der genau sich mit dieser Thematik befasst und genau dieses fordert. Ich bin sehr gespannt, wie hier dann die Reaktionen der Regierungen sein werden. Ja, und dann ist mir noch ein Thema sehr wichtig. Sie können noch, ne? Eins habe ich noch. Was mir sehr wichtig ist, ist unser Bargeld. Seit diesem Jahr, seit diesem Monat auch, es ist viel passiert in diesem Monat, ist der 500-Euro-Schein abgeschafft worden. Sie haben davon gehört. 500-Euro-Schein kriegen Sie jetzt bei der Bank nicht mehr. Damit droht unser Bargeld letztlich abgeschafft zu werden. Das ist der Plan, letztlich auch von der EZB und vom Internationalen Währungsfonds. Ich kann das auch belegen. Und zwar titelte der IWF am 5.2.2019 in einem Arbeitspapier zu Deutsch profitieren, wie negative Zinssätze funktionieren können. Das heißt, man bereitet sich jetzt bereits darauf vor, wir haben schon eine Nullzinspolitik, auf eine Negativzinspolitik. Darauf bereitet man sich vor. Und Sie wissen alle, was passiert, wenn Sie auf einmal auf Ihrem Girokonto mit Negativzinsen belastet werden würden. Sie würden das Geld abheben. Völlig klar. Ja, völlig klar. Was plant also jetzt die EZB bzw. der IWF? Sie möchten das Bargeld abheben, letztlich verzinst wird. Das heißt, Sie wollen 100 Euro am Geldautomaten abheben, bekommen aber letztlich noch 97 Euro raus. Das hindert Sie schon mal daran, Ihr Bargeld abzuheben. Das Weitere, was man sich vorstellen kann, ist, dass es eine Unterscheidung geben soll zwischen Bargeld und Buchgeld. Das heißt, die Preise im Supermarkt bekommen unterschiedliche Preise. Das bedeutet, das Pfund Äpfel kostet dann nicht mehr 2,99, wenn Sie es mit Karte bezahlen, sondern ist dann günstiger, 2,50 Euro vielleicht. Auch das soll Sie dazu verleiten, mit der Karte zu bezahlen und aufs Bargeld zu verzichten. Und das Ganze soll Ihnen auch noch als praktisch und fortschrittlich verkauft werden. Aber das Bargeld ist wichtig für uns. Es ist unsere geprägte Freiheit. Sie können dadurch nicht überwacht werden. Man kann nicht sehen, was Sie kaufen. Ein Bewegungsprofil kann nicht erstellt werden. Es kann auch nicht geguckt werden, was Sie genau eben halt konsumieren, regelmäßig, was auch immer. Das heißt, auch Werbeproduzenten haben dann eben auch nicht mehr Zugriff auf ihre Daten. Die ist ja alles auch viel wert mittlerweile. Ne? Deswegen ist es ganz wichtig, dass wir unser Bargeld erhalten und dafür werden wir uns einsetzen. Ja, und jetzt sage ich Ihnen was, warum mich das Thema warum mir das unheimlich auf der Seele brennt, was mich auch so schockiert. Und zwar, das ist die Tatsache, wer dieses Papier für den IWF geschrieben hat. Das war die Autorin Katrin Assenmacher. Katrin Assenmacher ist Ökonomin. Und die leitet die geldpolitische Strategieabteilung der Europäischen Zentralbank. Das ist erschreckend. Deswegen informieren Sie gerne Ihre ganze Verwandtschaft, sagen Sie, wie gefährlich das ist, was mittlerweile mit unserem Geldsystem passiert und kämpfen Sie dafür, gehen Sie auf die Straße, um unsere geprägte Freiheit zu erhalten. Ich möchte mich abschließend ganz herzlich bei Ihnen allen bedanken für Ihren Einsatz in den letzten Wochen und Monaten. Der Wahlkampf war anstrengend, er war stressig, du sagst es bereits, Alexander. Plakate sind verschwunden, Autos wurden abgefackelt. Teilweise wurden von unseren Parteimitgliedern die Wohnungen beschmiert, die Häuser beschmiert. Sie mussten sich wahrscheinlich auch das ein oder andere Mal sehr übelst beschimpfen lassen an den Infoständen. Ich danke Ihnen allen ganz herzlich, dass Sie alle so tapfer durchgehalten haben, dass Sie hoffentlich auch alle gesund geblieben sind in dieser Zeit. Und vielen Dank für Ihr Durchhaltevermögen und Ihren Mut.
Ja, und ich verabschiede mich jetzt von Ihnen schon ein bisschen mit Wehmut von dieser, von diesem nervenaufreibenden, spannenden Wahlkampf. Die sind heute meine letzte Veranstaltung. Ich wünsche uns morgen noch alle einen wunderbaren Tag in den Fußgängerzonen, an Infoständen, tolle Gespräche und dann hoffentlich ein sehr zufriedenstellendes Wahlergebnis am Sonntagabend. Ganz herzlichen Dank.